Am 30. August wurde im Schweriner Kapitol das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern feierlich eröffnet. Für die 31. Ausgabe des bundesweit bekannten Festivals entwickelte das Orga-Team ein spannendes Programm. Das diesjährige Gastland ist Rumänien. Unschwer an der kraftvollen Musik auf der Bühne erkennbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Säle voll sind. Das heißt also, wenn viel Publikum zurückkehrt in die Säle. Weil wir wissen, dem Kino, der Kultur geht es im Moment nicht so gut. Und wenn die Filme, die wir ausgesucht haben, ihr Publikum finden. Die Eröffnung dürfte mit über 300 Gästen ganz im Sinne der Festivalmacherinnen und Macher gewesen sein. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte die rumänische Botschafterin Adriana Loretta Stanescu an ihrer Seite. Ins Kino gehen ist was völlig anderes als zu Hause auf dem Sofa eine DVD schauen oder einen Film streamen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und wir wollen nicht nur hier gute Filme zeigen, sondern wir fördern vor allem als Land auch Filme, die auch hier produziert werden, die von hier aus entstehen. Und ich freue mich sehr, dass ich mein Versprechen halten konnte, dass wir die Filmförderung nicht nur bündeln, sondern auch finanziell besser ausstatten. Und tatsächlich erhielten zwei Filmschaffende schon an diesem Abend eine Förderung. Als erstes stürmte allerdings die berühmte Brassband Fanfare Thiokalia die Bühne. Fanfare Thiokalia sorgte für einen stimmungsvollen Auftakt und belebte das Abendprogramm mit musikalischen Intermezzi. Im Anschluss wurde mit mehreren Reden in das Filmfest eingeführt. Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier zeigte sich voller Vorfreude und Bewunderung für die Kultur des Gastlandes. Wir haben letztlich die Welt bei uns zu Gast und gucken selber, aber durch die Augen der Kameramänner, der Kamerafrauen, der Regisseurinnen gucken wir in die Welt und können unseren Horizont erweitern. Das ist das eine, und das andere ist jetzt auch nach zwei Corona-Jahren auch wieder in Veranstaltungen in Innenräumen zu gehen. Vielleicht nutzen das viele Schwerinerinnen und Schweriner einfach auch wieder die alten Traditionen aufleben zu lassen. Von der Landesregierung, der Filmland MV GmbH und dem Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop wurden dann die zwei Förderungen vergeben. Ein Förderstipendium an die Autorin und Produzentin Julia Keller und ein Ehrenstipendium an den Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Thomas Wendrich. Bevor dann als Höhepunkt die erste Filmvorführung des 31. Filmfestes startete, ließ es die Fanfare Thiokalia noch einmal richtig krachen. Niemanden hielt es auf den Sitzen. Und dann wurde im wahrsten Sinne des Wortes erst richtig aufgefahren. Die Leinwand. Währenddessen eine letzte kurze Pause. Vorfreude lag in der Luft. Ich finde, Film gehört absolut ins Kino. Das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Denn es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, das entsteht, wenn man in der Gruppe einen Film sieht, wenn man die Emotionen miterlebt. Das kann die beste Home-Kino-Ausstattung nicht wiederhergeben, was man für ein Kinoerlebnis hat. Und deswegen gehen Sie ins Kino, machen Sie sich Freude draus und erleben Sie ein ganzheitliches Erlebnis mit Film im Kino. Und Schwerin, das muss man noch ergänzen, Schwerin bietet natürlich auch, gerade auch mit dem Kapitol, eine wunderbare Möglichkeit, in historischen Kinosälen unterwegs zu sein. Die Ehre der Eröffnung hatte ein rumänischer Film des Regisseurs Mihail Sofronea. Auf der Suche nach dem Wind. Er erzählt von der Reise eines Mannes und von der Schönheit des Lebens. Die erste von vielen Geschichten des 31. Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern.